Aber wenn du beim Kupferfahrbein am Schluss stehst und es verkaufst, wünschst du, du hättest eine Waffe. Ne, ich halte dann einfach nicht mehr an. Ja, aber wenn die beim Verarbeiten dich abfahren. Oh, shit happens. Was ist das für ein Mongo-Eingang? Alter, ich fahr immer irgendwo dagegen. Aber jetzt müssen wir wieder Shift 1, ne, Shift 2 war das. Kann man einer Gang beitreten? Also wo müssen wir danach hin? Kupferverarbeitung ist noch an der gleichen Stelle. Da kenne ich den Weg sogar jetzt schon dann auswendig. Ja, fahren wir jetzt die Hauptstraße wieder hoch und fahren dann die Hauptstraße nach der entlang. Langen Tankstelle rechts rein, ja. Und dann müssen wir zum Edelmetallhändler, der ist auch wieder hier unten. Auch wieder Hauptstraße. Jo, rum. Ist eigentlich relativ einfach. Ja. Ich würde danach würde ich gerne eine Marihuana-Tour machen zum Drogendealer. Wo verkaufen wir das dann? Beim Drogendealer oben. Ach du Scheiße! Marihuana verarbeitet, Drogendealer. Und da müssen wir so weit zurück, um an unser Bankkonto zu kommen. Jo gut, es gibt ja noch über Drogendealer gibt's eine Tankstelle. Da gibt's bestimmt auch ein Einzahlding. Ein Syrter. Ja. Aber da brennt dann das Arschlöchle bei der Fahrt. Weißt du, sollten wir vorher irgendwie noch zum Waffenshop gehen oder so? Jo, auf jeden Fall. Dein Inventar ist voll los. Ne, ich kann nicht los. Kann ich nicht mal. Interaktionsmenü. Nicht was weg. Und ich glaube, du kannst dann zu Boden schlagen. Also mit, ja, mit Steuerung G, ja. Also jetzt erstmal verarbeiten, oder was? Jo. Oh nein, Schriften. Oh shit. Rot! Du sagst zu mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Shit, man. Jo, aber close. Ich war zu dir doch gesagt so, du sagst zu mir, aber ich fahre über die Roten. Dann wollte ich selber bremsen, ich schaff's nicht mehr. Und dann kannst du den nicht mal mehr ausparken. Oh, was machst du? What the fuck? Du hast gar nichts gemacht. Also du bist in mich reingedesinkt. Auf einmal standst du vor mir. Ich so, what the fuck, Alter, warum bist du jetzt angehalten? Das sind zwei oder drei Gespräche im Test von. Das ist meine Bremstür. Das ist meine Bremstür. Aber klar, die wollen halt keine scheiß Troller. Die wollen. Da ist halt richtig. Trotzdem krank. Regen sich Randrad und so ja auf, dass es da immer Leute gibt, die nicht wissen, wie sie sich ergeben müssen und sowas, weißt du? Jo, das was ist auf so einem kranken Server dann schon ein bisschen fail ist, wenn man es mal so frei sagen darf. Finde ich zumindest. Aber das wäre mir dann vielleicht auch schon ein bisschen zu krass. Wie meinst du das? Ja, für alles so, das ist ja völlig übertrieben. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das zum Beispiel wäre. What? Guck mal, Maus verdurstet. Alter, ich raste aus. Warum kommt denn da keine Meldung oder irgendwas? Wo ist... Alter, ist denn der Scheiß ernst? Du kannst keine Leichen plündern, kommt, wenn du... Kannst du mir Flüssigkeit einflößen oder... Ne. Ich hab vergessen zu trinken, muss ich jetzt dem AR-Mitarbeiter sagen, oder was? Ja. Du hast mich zu arg schuften lassen, ich bin ein Sklave. Ja, das du hast mir nichts zu trinken gegeben. Oh, ich ruf mal jemanden. Telefon. Nein. Aber ich tot bin wahrscheinlich. Na, GG.
Hallo? Hallo? Wir haben ja ein kleines Problem. Mein Mitarbeiter ist nach 16 Stunden Arbeiten ohne Pause einfach umgefallen, weil er verdurstet ist. Können Sie vielleicht weiterhelfen? Ja, normalerweise müsste er bewusstlos sein. Der hatte wahrscheinlich einfach nur Durst. Aber ich bin es von den letzten Mitarbeitern gewohnt, dass die mal locker 20 bis 24 Stunden aushalten und der ist nach 16 Stunden einfach umgefallen. Ja, warum zieht er sich aus, um mich wieder zu beleben? What the fuck, Alter? Ja, ich hoffe doch, ne? Der hat nämlich eine Bezahlung. Ja, natürlich. Der hat die Bezahlung im Voraus bekommen und wenn er jetzt keine Arbeit leistet. Ah! Durst! Hallo, hallo, hallo! Was Durst. Machst du dann? Tut mir leid, Boss! Tut mir leid, Boss! Ich arbeite weiter! Ich arbeite weiter! Ich arbeite weiter! Ich arbeite weiter! Tut mir leid, Boss! Das ziehe ich dir vom Gehalt ab, die Behandlung! Ich bin so schwach! Es tut mir leid, Boss! Wir müssen ja schon ein bisschen, ne? Ja, aber ja, der muss arbeiten! Ich hab so Durst! Ich hab so Durst! Dann macht er auch keine Arbeit! Ja, ey, jetzt kommt auch noch eine Schlange! Als Arzt verklagen! Als Arzt? Das machen wir beide nicht! Okay, dann geh ich mal nach da hinten, entledige mich mal, ja? Ich muss nämlich mal pinkeln. Und bis dahin bist du fertig, hast du es verstanden? Ja, Boss! Ja, Boss! Bis gleich! Bis gleich! So, jetzt sind wir jetzt mal dran. Wo haben die Schmerzen? Ich fühle mich nur etwas schlapp, aber mir geht's eigentlich ganz okay. Ich kann weiterarbeiten. Okay, fangen Sie auf, dann gebe ich Ihnen die Adrenalinspritze, dann können Sie Turbo gemeint. Haben Sie Turbokräfte. Das klingt gut, das klingt gut. Da kann ich die Arbeit, die ich in den letzten 5 Minuten machen hätte können, schneller machen. So schaut es nämlich aus. Dann stehen Sie mal auf, Arme nach hinten und dann behandle ich Sie mal. Dann kriegen Sie diese magische Turbospritze. Ist er immer noch nicht fertig? Boss, ich kann gleich doppelt so schnell arbeiten. Keine 5 Minuten. Hat jetzt die magische Turbospritze gekriegt. Da bin ich mal gespannt. Boss, bekomme ich die 6000 für das Schmerzmittel zurück erstattet? Du kannst froh sein, wenn du überhaupt noch mal Geld kriegst von mir. Arbeite, zack, zack. Ja, stimmt. Mit den 500 muss ich schon zufrieden sein für den Tag Arbeit. Ich arbeite weiter. Vielen Dank für die Behandlung. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Kein Problem, immer wieder gern geschehen. Nehmen Sie die Arbeiter bitte nicht so hart dran, ne? Ja, aber schauen Sie sich den doch mal an. Den doch mal an. Ist auch nur ein Mensch. Mensch unterer Klasse. Ich kann Sie verstehen, dass Sie Geldverlust machen, wenn die Leute nicht arbeiten, aber Menschenleben geht doch vor. Und wenn der Arbeiter... Ich kann doppelt so schnell arbeiten. Dann verdienen Sie auch kein Geld mehr. Was haben Sie dem gegeben? Zu viel Koffein? Nee, hören Sie mal, das ist Wundermittel. Okay, jetzt mal unter uns. Ich habe da noch ein paar mehr Mitarbeiter. Ne? Wollen Sie sich ein bisschen was dazu verdienen? Für ein bisschen Wundermittel? Ganz genau. Ich muss mehr arbeiten, Ich mache hier ein krummes Geschäft. Geh doch mal weg hier jetzt! 5 Meter! Mach mal Pause, ess was, trink was! So. Ja, super! Da könnte ich locker 4-5 Leute entlassen und hätte die gleiche Arbeit und mehr Gewinn. Und da würde ich sie natürlich beteiligen. An was haben Sie denn gedacht? Also ein paar Kupferbarren könnten wir Ihnen schon abgeben. Aber hat das Zeug, was Sie denn gegeben haben, Nebenwirkungen? Okay. Weil der sieht irgendwie ein bisschen... Boss! Tu den Elefant weg! Ja. Tu den Elefant weg!
Wie war das mit? Okay, ja. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal und dann, mit ein paar Elefanten. Durst! Das ist auf jeden Fall selbst nicht nehmen. Durst! Ich glaube, wir testen das erstmal und gehen weiter und dann würden wir uns eventuell nochmal mit den Beinen melden. Okay, vielen Dank nochmal. Vielen Dank nochmal. Kein Problem. Tschüss. Weiter jetzt. Auf geht's. Auf geht's. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, ich bin fertig. Was hat er dir gegeben? Keine Ahnung, Schmerzmittel. War auf jeden Fall teuer. Musstest du dafür bezahlen? Jo, 6.000. Alter. Was macht ihr, Alter? Der Kackstift. Was? Ja, klar. Wir haben bestimmt einen Einsatz. Jo. Das ist voll lang mit uns rum. Wahrscheinlich muss die ganze Zeit jetzt einer warten. Ja. Oh, das war eine geile Aktion.